Nachdem wir nun kennengelernt haben, was eine Variable ist, was wir unter einem variablen Grundbereich zu verstehen haben, was ein Term ist, was der Wert eines Termes ist und wie man ihn ermittelt, und wir auch wieder wissen, wie man die Struktur eines Termes angibt, ist es eigentlich nur müßig, dass wir jetzt eine möglichst große Anzahl von Beispielen, die möglichst unterschiedlich sind, uns mal zu Gemüte führen, um hier diese Begriffsserie einfach mal ein bisschen mit mathematischem Leben zu erfüllen. Das bedeutet Beispiele für Termwertberechnungen. Ich beginne gleich einmal mit einem paar Beispielen, die manchen immer nicht so angenehm sind. Ich lese es einfach vor und da wird gleich ein Signal kommen. Aha, das ist der Mist. Da hatte ich immer Probleme. Das ist eigentlich ganz einfach. Das Dreifache einer Zahl vermindert um 16. Oder das Dreieinhalbfache von a vermehrt um 12. Oder von 9 wird das Dreifache von y subtrahiert. Oder das Doppelte vom Vierfachen von b. Ja, das sind solche typischen Formulierungen. Man kann also Terme ohne weiteres in dieser Textform wiedergeben. Das Problem ist dann, aus dieser Textform das richtig zu analysieren, diesen Term richtig herauszuschreiben und dann auch die Struktur als solche zu erkennen und die Zahl für die Variable einzusetzen, die angegeben ist, um den Wert des Termes zu berechnen. Die vier Beispiele, die ich genannt habe, mal nacheinander. 1a, das Dreifache einer Zahl vermindert um 16. Die einzusetzende Zahl soll 5 sein. Willkürliche Festlegung. So, den Text habe ich als Term. Ich muss ihn jetzt in eine mathematische Struktur übersetzen und überlege. Das Dreifache einer Zahl, von welcher Zahl die Rede ist, weiß ich nicht. Ich lege jetzt willkürlich fest, diese Zahl nenne ich einfach mal a. Du hättest jetzt auch ein beliebiges anderes Zeichen nehmen können, x, y oder sonst dergleichen. Das Dreifache wäre 3 mal a. Vermindert bedeutet minus um 16. Der Term heißt also 3a minus 16. Die einsetzende Zahl für die Variable ist 5. Erhalte ich also 3 mal 5 minus 16. Und das bedeutet 15 minus 16, Ergebnis minus 1. Beispiel 1b, ich habe es ja vorhin schon genannt. Das Dreieinhalbfache von a vermehrt um 12. Das Dreieinhalbfache von a Dreieinhalbfache von a vermehrt um 12. Bilden wir mal aus diesem Textgebilde den Term. Hier ist die Variable a schon angegeben. Das Dreieinhalbfache von a bedeutet 3,5 mal a. Also könnte ich jetzt schreiben 3,5 mal a. Oder ich hätte auch schreiben können 3,5a. Wie du es möchtest, spielt keine Rolle. Vermehrt bedeutet immer eine Zunahme, also plus um 12, alles klar. Also egal, welche Schreibweise man hier bevorzugt, das spielt ja wirklich keine Rolle. Und wenn a für a jetzt ein bestimmter Wert angegeben ist, setzt man für a diese Zahl ein und berechnet den Wert des Terms. Wenn wir annehmen, a wäre, sagen wir mal 2,
Da wird es bedeuten, 3,5 mal 2 plus 12. 3,5 mal 2 ist 7 plus 12, Ergebnis 19. Also auch kein Problem. Das dritte Beispiel, wie vorhin genannt, heißt, von 9 wird das Dreifache von y subtrahiert. So, dann geht man wieder so vor, dass man Stück für Stück diesen Text in einen mathematischen Term übersetzt. Von 9 wird das Dreifache von y subtrahiert. Von 9 wird subtrahiert, das bedeutet 9 minus das Dreifache von y, bedeutet nichts anderes als 3y. Und schon habe ich meinen entsprechenden Term. Und je nachdem, welche Zahl für y einzusetzen ist, dann kann ich den Wert des Termes berechnen. Wenn ich jetzt mal annehme, y wäre gleich, ich sage mal, 1,5, dann setze ich ein, 9 minus 3 mal 1,5 oder als nächsten Schritt 9 minus 4,5, Ergebnis 4,5. Das vierte Beispiel lautet, das Doppelte vom Vierfachen von B. Hört sich mal sehr kompliziert an, ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Das Doppelte heißt immer übersetzt 2. Vom Vierfachen, das Vierfache bedeutet 4 mal b. Das Doppelte vom Vierfachen von b. Das Doppelte vom Vierfachen. Das ist also ein zu kreisen. Und das ist nichts anderes als 8b, weil 2 mal 4b 8b sind. Hört sich kompliziert an, ist aber sehr leicht zu übersetzen.